Willkommen zu einem weiteren Top 5 Video, meine Freunde. Heute geht es mal wieder um Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Und im Mittelpunkt dieser Top 5 steht das Thema Entwicklungen. Ich habe mich nochmal ein bisschen mit ein paar Kollegen zusammengesetzt und wir haben überlegt, was es denn für neue Entwicklungen für alte Pokémon in Pokémon Sonne und Mond geben könnte. Ihr wisst ja, in Pokémon Diamant, Perl und Platin war es so, dass sau viele Pokémon von Generation 2 und 3 zum Beispiel eine Weiterentwicklung bekommen haben. Beziehungsweise, glaube ich, auch sogar Generation 1. Aber egal, lassen wir das einfach. Darum werden wir uns heute widmen und ich habe mir auch schon was Cooles für das nächste Top 5 Video überlegt. Da geht es nämlich um Baby-Pokémon. Es gab ja auch in der Generation 4 viele Baby-Pokémon von alten Pokémon, die aus Generation 1, 2 und 3 waren. Und ja, die haben halt Baby-Pokémon bekommen. Und ich möchte gerne eure Meinung dazu haben. Ich möchte gerne wissen, zu welchem Pokémon ihr gerne eine Baby-Form haben möchtet. Ihr sagt jetzt so, ja, keine Ahnung, Elektroball. Dazu möchte ich jetzt einen, keine Ahnung was, Baby-Pokémon. Ja, also schreibt mir bitte in die Kommentare, was für Baby-Pokémon ihr euch wünschen würdet von bisher schon dagewesenen Pokémon. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil dazu möchte ich eine weitere Top 5 machen. Und jetzt legen wir erstmal los mit der Top 5 hier. Auf den fünften Platz ist Sandama. Ja, Sandama ist ein relativ cooles Pokémon, keine Frage. Aber ich finde, da fehlt einfach noch eine Entwicklung. Es ist jetzt schon seit der ersten Gen dabei. Es hat sogar schon eine Weiterentwicklung, beziehungsweise es ist ja eine Weiterentwicklung. Aber erstens ist es nur vom Typ Boden. Und zweitens, mir fehlt einfach etwas an dem Pokémon. Ist es das Design? Ist es der zweite Typ? Oder ist es vielleicht auch die Stärke an dem Pokémon? Ich finde einfach, es braucht einen zweiten Typen. Wie zum Beispiel Stahl oder Gestein oder keine Ahnung irgendwas. Etwas anderes. Also mit Stahl könnte ich mir was richtig Geiles vorstellen. So mit Stahlarmen, so, keine Ahnung. Das sieht bestimmt richtig sick aus, wenn das so anstatt seinen Krallen so Stahlkrallen hat. Das wäre bestimmt richtig mies geil. Also ich hätte da schon so Ideen für und ich blende euch ja immer wieder so ein kleines Artwork noch ein für eine kleine Vorstellung, was relativ cool aussehen würde. Zum Beispiel finde ich halt nicht so krasse Artworks, aber hier finde ich das Artwork auch mal wieder ein bisschen gelungen. Da könnte man auch so Stahlkrallen mit einbauen. Gehen wir zum nächsten Pokémon über. Auf Platz Nummer 4 ist das Pokémon Baldurfisch. Baldurfisch ist seit der zweiten Gen vorbei. Habe ich gerade vorbei gesagt? Ich meine, natürlich ist seit der zweiten Gen dabei. Aber da war es auch wieder vorbei. Das wollte ich eigentlich sagen. Denn ich glaube, das Ding ist einfach nicht in unseren Köpfen hängen geblieben. Bei mir zumindest nicht. Baldurfisch war so ein Undercover-Pokémon. Das war einfach so ein relativ... Naja, man kann es einfach nicht ausdrücken. Es war da, aber irgendwie auch nicht. Das Ding hatte eigentlich fast nichts Besonderes. Es war einfach ein Kugelfisch von Typen Wassergift. Das ist auch gut. Den Typen kannst du auch gerne bei einer Weiterentwicklung behalten. Aber da fehlt einfach was. Ist es das Design? Da fehlt mir auch was. Ist es die Stärke? Ist es vielleicht dieses... Das Pokémon muss mal akzeptiert werden, weil ich finde, es wurde nicht richtig akzeptiert. Dieses Pokémon ist einfach... Naja, es ist da, aber auch wieder nicht, weil... Wo finden wir das denn? Das ist einfach in Pokémon Gold, Silber und vielleicht noch in anderen Regionen zu sehen, aber es interessiert einfach keinen. Es ist kein Pokémon, wo man sagen würde, da würde ich jetzt vielleicht mal ein Team mit aufbauen. Also ich würde jetzt auf... Ich finde von der... Das ist zu uncool dafür einfach. Ganz ehrlich, es ist zu uncool und es braucht eine neue Coolness und eine Entwicklung würde es echt bringen. Vielleicht auch sogar eine Mega-Entwicklung, wenn ich gerade überlege. Es würde es vielleicht auch bringen. Aber ich glaube eher schon eine Entwicklung als eine Mega-Entwicklung. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr lieber für bald auf Fisch hättet. Eine Entwicklung oder lieber eine Mega-Entwicklung. Auf dem dritten Platz ist Panzer Aeron. Ja, dieses Pokémon existiert schon seit Generation 2, wo man es halt zwar nicht so häufig antreffen konnte, eher so in Generation 3 wurde es dann offiziell so, naja... Ich will nicht sagen anerkannt, aber da wurde sehr oft gesehen. Auch die Arenaleiterin Wiebke hatte es ja. Und man muss es einfach sagen, dieses Pokémon ist ein Publikumsliebling, was Entwicklung angeht. Es gibt so viele Zeichnungen zu Mega-Entwicklungen oder auch normale Weiterentwicklungen zu Panzer Aeron. Die Leute wollen einfach was zu diesem Pokémon haben. Und ich möchte es auch. Dieses Pokémon ist vom Typen Stahlflug. Das kann man so stehen lassen, auf jeden Fall. Aber da fehlt einfach was am Design. Da fehlt noch was an der Stärke. Da fehlt einfach im Gesamten etwas. Wenn es keine Entwicklung gibt, dann meinetwegen eine Mega-Entwicklung. Aber es muss irgendwas bekommen in dieser neuen Gen, weil es braucht was. Dieses fucking Pokémon braucht auf jeden Fall eine Entwicklung. Und nochmal kurz als Info, ich habe hier so ein paar Gen 2 Pokémon mit eingebracht, weil naja, ich glaube einfach, dass es Gen 2 Pokémon bald nochmal, also dass sie nochmal ein bisschen aufgefresht werden, was auch wahrscheinlich die Gen 2 Starter angeht, die werden wahrscheinlich eine Mega-Entwicklung bekommen. Somit habe ich das so ein bisschen kooperiert hier in der Top 5 und denke auch einfach, dass es Sinn ergibt, wenn hier mehrere Gen 2 Pokémon eine Weiterentwicklung bekommen. Und Panzer Aeron gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und was ihr euch so vorstellen würdet unter so einer Entwicklung von Panzer Aeron. Ich kann mir noch nichts richtiges krasses vorstellen, aber es wird auf jeden Fall krass. Das auf jeden Fall, weil Panzer Aeron, wie gesagt, Publikumsliebling und die Leute wollen einfach eine Weiterentwicklung von einem Pokémon und das müssen die Jungs bei Game Freak jetzt mal nicht akzeptieren und eine reinhauen.
Auf Platz Nummer 2 ist das Pokémon Wummer. Ja, dieses Pokémon ist noch extrem neu. Ist es erst in der sechsten Gen dazugekommen. Meine lieben Freunde, dieses Pokémon. Ja, ihr seht ja schon dieses Bild, was ich hier eingeblendet habe. Dieses Bild. Oh mein Gott, wenn Game Freak das Wummer so aussehen lässt mit so einer Knarre. Das hat ja so gesehen eine Knarre, aber das hier sieht einfach sowas von verfickt episch aus. Ohne Spaß, wenn Game Freak so ein Pokémon machen würde, das wäre so hammergeil. Ich würde sofort ins Team nehmen. Das ist so mein zweites Core Used direkt, ey. Das sieht so verfickt geil aus. Und ich finde einfach, bei der Entwicklung würde Wummer einfach noch den Stahltypen dazu bekommen. Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich sehr viele Pokémon mit Typen Stahl hier drin habe oder andere Pokémon zu einem Stahltypen machen möchte. Das ist irgendwie krass, ja, ich weiß. Aber es passt bei den meisten Pokémon irgendwie am besten hier in der Top-Liste drin sind. Und Wummer, oh mein Gott, dieses Pokémon einfach, es sieht so geil aus. Ohne Spaß, was haltet ihr von diesem Artwork? Das sieht doch fucking normal geil aus. Wenn so ein Pokémon in der Pokémon-Welt existieren würde, ich würde es mir sofort ins Team nehmen. Ohne Spaß, ich würde sofort ins Team nehmen. Auf jeden Fall finde ich, da fehlt einfach bei Wummer noch etwas. Das Pokémon braucht einfach noch eine Entwicklung. Es ist noch nicht so krass ausgereicht. Es hat nur einen Typen. Finde ich ein bisschen schade, weil da könnte man auf jeden Fall noch was reinhauen. Vor allem, weil es sehr, sehr, naja, sagen wir mal, stahlhart aussieht. Was natürlich bei so Dingern, so Viechern, was ist das überhaupt? Ich glaube, es ist halt so eine, na warte, was darf ich? Das ist ein Scampi, ne? Aber egal, es ist ein Scampi, ein harter Scampi mit einer Knarre in der Hand. Und das könnte einfach richtig, richtig geil aussehen. Das wird auch einfach geil aussehen, wenn das so gemacht wird, wie das, was ich hier einblende. Und ich meine, ich gebe euch hier ein Bild. Hoffentlich seht ihr das Video, Gamefreak. Ich gebe euch hier ein Bild. Macht es genau so. Bitte. Bitte, das sieht einfach geil aus, ja? Lasst es genau so. Und der verdiente erste Platz geht an das Stahl-Pokémon Bronzong. Was sage ich da eigentlich? Stahl-Pokémon, Stahl-Psycho natürlich. Und meine lieben Freunde, wir haben hier fast eine reine Stahl-Top 5, ich weiß. Aber Leute, hier haben wir ja schon einen Doppeltypen. Aber wenn ihr euch dieses Artwork anseht, ja, es erinnert mich voll an den Todbringer. Ich weiß, dass es erinnert mich voll an irgendwas Geisterhaftes. Ich würde, wenn ich das Artwork sehen würde, einfach sagen, dass Bronzong statt einem Psycho-Typen einen fucking Geist-Typen bekommt. Dieses Pokémon ist schon seit der vierten Gen dabei und ich finde einfach, da fehlt noch was. Und dieses Design, es sieht einfach so fucking episch aus. Ich habe es jetzt nur wegen dem fucking Design auf Platz 1 getan. Es sieht so geil aus. Ohne Spaß. Es wäre das Beste, ja, das beste Geist-Pokémon, was es gibt mit diesem Design. Vom Aussehen einfach. Es sieht vom Aussehen so sick aus. Oh mein Gott, ey, das ist so, boah. Ich würde heulen, wenn es so ein Pokémon geben würde. Es sieht so verdammt geil aus und es passt sogar noch halbwegs gut zu Bronzong. Der Stahltyp kommt nochmal ein bisschen in Form und halt nochmal so ein paar Formen von dem normalen Bronzong, die man sehen kann. Und dann halt noch ein cooler Geist-Typ, wo man auch noch mit Schwebe oder sowas an, also nochmal übergehen kann. Und natürlich kommt man hier auch, man könnte jetzt noch spekulieren, ob es Geist oder Psycho werden würde, wenn das so nach dem Artwork gehen würde. Es könnte natürlich auch Psycho sein, aber ich finde einfach, dass Bronzong noch eine Entwicklung verdient hätte und das wäre einfach die perfekte Entwicklung dafür. Natürlich, es hat ja schon eine Entwicklung, aber ich finde, da fehlt noch was. Und wenn wir da noch eine mit raushauen, die so geil wird, dann, boah, das wäre ja wie bei Magbrand und Illivoltek. Das waren ja auch zwei krasse Entwicklungen. Und wenn man sowas jetzt noch bei Bronzong machen würde, Mann, ey, das wäre so, so verdammt geil. Und ich würde Game Freak auf die Knie gehen vor Game Freak, wenn die sowas machen würde. Das wäre das hier und das Wummer, dann wäre ich echt komplett zufrieden. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr jetzt von diesem Pokémon hier haltet. Findet ihr das Design auch so geil wie ich oder übertreibe ich einfach mal wieder? Weil ich glaube, ich übertreibe ja fast schon wieder. Aber egal, Leute, das war der erste Platz. Ja, meine lieben Leute, ich hoffe, euch hat diese Top 5 hier gefallen zu Pokémon Sonne und Mond. Und ich hoffe, dass auch viele von den Pokémon, die ich ja angesprochen habe, eine Entwicklung bekommen. Es wäre einfach zu geil. Ihr könnt mir jetzt noch eure 5 Lieblings-Pokémon, die eine Entwicklung bräuchten, in die Kommentare schreiben. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Aber was noch viel, viel wichtiger ist für meine nächste Top 5, wäre natürlich die Baby-Pokémon, die ihr euch wünscht. Das würde mich auf jeden Fall auch mehr freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Denn somit hilft ihr dem nächsten Video ein bisschen weiter und somit können wir gucken, was eure Lieblings-Baby-Pokémon sind, also was ihr als Baby-Pokémon gerne hättet und ja, so ein Baby-Croxy, ne, das wäre ja schon nice, oder was sagt ihr dazu? Ich glaube, Starter könnten wir, glaube ich, gar nicht mit reinnehmen, ich glaube, die lassen wir lieber mit raus. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr für Baby-Pokémon gerne hättet in der nächsten Edition und Leute, wir haben schon die 9000 Abos erreicht, das freut mich auf jeden Fall richtig, richtig krass und nochmal ein Danke an jeden, der abonniert, der liked, der
kommentiert, das freut mich so krass. Ich hatte es schon in Alpha Saphir Part angesprochen, aber das freut einen YouTuber einfach so krass. Und nochmal vielen Dank an euch alle. Und mein 10.000 Abonnenten Special ist schon ein bisschen in Planung. Ich bin gerade im Plan, was ich am besten mache und schon mal ein bisschen im Voraus gucken. Und ich hoffe, es wird richtig geil und ich kann euch damit hoffentlich eine Freude machen und euch ein bisschen was wiedergeben. Auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao, meine lieben Freunde. Euer Serlo.